Hallo Susanne Hager, ich bin die Tina und ich darf dich interviewen für den YouTube-Channel von The Backend Talks. Wir haben gerade einen Vortrag von dir gehört und durften danach an einer Stimmübung plus Stimmvortrag teilnehmen, was uns wirklich allen sehr großen Spaß gemacht hat, vor allem mir. Und ich würde dich jetzt gerne ein paar Fragen fragen und zum Beispiel, ich würde ganz gerne mal wissen, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Zum Singen. Also es war bei mir eigentlich so eine Geschichte, ich habe mit 7 Jahren begonnen, klassische Gitarre zu lernen, habe 7 Jahre lang Gitarre gelernt, habe dann aufgehört und mit 18 wieder angefangen, mir selbst begleiten von Popsongs beigebracht und aber der Wunsch zu singen war eigentlich schon sehr, sehr lange da bei mir, schon seit ich denken kann, schon seit ich ein Kleinkind, seit ich im Kindergarten war. Ich weiß noch, es gab diese Bücher, diese Freundschaftsbücher, wo man ausgefüllt hat seinen zukünftigen Berufswunsch und 90% haben irgendwie Tierärztin oder so genommen, weil Tiere halt schön waren für Kinder und so. Und ich habe Sängerin geschrieben, schon mit 6 Jahren oder so. Und dann habe ich mich aber nie getraut. Also bei mir war das Trauen auch ein Riesenfaktor. Also ich war zu schüchtern, zu unsicher, wie ist meine Stimme, wie kommt das an und so weiter. Und habe dann eben mit Gitarre spielen so meine musikalische Leidenschaft ein bisschen ausgelebt, aber ich habe immer gewusst, es fehlt was und wollte eigentlich immer auch singen. Und habe dann eigentlich so mit ein bisschen Gesangsunterricht begonnen, aber eben erst so mit 23 oder so, so sporadisch. Und dann eben nach meinem Wirtschaftsstudium, es wurde auch während dem Wirtschaftsstudium der Wunsch auch immer größer, weil ich eben so Sommerworkshops gemacht habe, viel so Musikerworkshops und einfach so diese neue Welt kennengelernt hat, die sich da für mich offenbart hat und das hat mich so fasziniert. Und dann bin ich eigentlich durch Zufall an diese Popakademie, heißt das eben, gekommen, wo ich dann meine Ausbildung gemacht habe in Gesang. Und darf ich fragen, wo ist diese Popakademie? Die ist im Gasometer. Genau. Danke, das war, ja, das wollte ich eigentlich wissen und ich glaube ja persönlich, dass ich muss sagen, ich habe ein paar Jahre im Ausland gelebt und ich habe nie so eine Scheu erlebt, zu singen, sich zu bewegen, zu Musik, wie in Österreich. Vor allem in Wien. Ich kann es jetzt nicht von den anderen Bundesländern sagen, aber in Wien ist es wirklich, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, weil die Menschen alle sagen, nein, um Gottes Willen und singen und nein und das kann ich nicht und das will ich nicht, da rennt alles davon. In anderen Ländern ist das überhaupt kein Thema, ob der singen kann oder nicht, das wird auch gar nicht bewertet. Und ich glaube, dass du da wirklich etwas ganz Gutes machst, indem du diese Gesangsworkshops machst, um den Leuten auch diese Angst vor der Bewertung zu nehmen, weil es geht nicht darum, ob jemand singen kann oder nicht kann, weil ich glaube ja, dass jeder singen kann. Manchmal kann es sein, wie bei meiner besten Freundin, die hat mir nach 30 Jahren an den Kopf geworfen und jetzt weiß ich, warum ich immer falsch singe, weil ich höre mich nicht richtig. Ja, das kann auch sein, ja. Aber auch das, wurscht, ist doch egal. Ja, jeder soll doch singen, ne? Und warum soll jeder singen? Das sagst du mir jetzt. Weil Singen unglaublich gut ist für den Körper, für die Psyche. Es macht Spaß, es schüttet ganz viele Glückshormone frei. Es ist eben, reduziert Angst. Du hast mir sogar diesen Artikel geschickt, wo gestanden ist, dass das Angstzentrum ausgeschalten ist, wenn man singt. Es reduziert Stress, man lernt im Moment zu sein. Es gibt so, die Liste ist endlos lang für mich, warum Singen so wunderschön ist. Und wir alle verwenden ja unsere Stimme jeden Tag. Und warum dann nicht auch für Singen? Ja, warum nur für Sprechen? Wir alle haben die Stimme Gott gegeben und warum sollen wir nicht damit auch singen und was Schönes machen? Und das Schöne am Singen ist, dass man bei einem Instrument braucht man halt oft Jahre, bis man wirklich einmal zum Beispiel überhaupt einigermaßen ein Lied spielen kann. Das kommt von Person zu Person. Manche lernen viel schneller, manche langsamer. Bei Singen kann man fast, also so gut wie jeder eigentlich relativ schnell Basics lernen, also einen Song singen, die Töne treffen, dazu braucht es
nicht so viel Zeit und das finde ich auch etwas Schönes. Also, ja. Ja, das finde ich auch. Wir haben es heute auch gesehen. Wir haben ja da Oh Happy Day gesungen, mit Stimmübungen, die also uns alle aufgelockert hat. Also ich bin sehr locker. Und ich muss sagen, ich kann das nur bestätigen. Ich kann mich an eine Episode erinnern. Wir sind durch einen Wald gegangen, meine Freundin und ich, nach einem Rave irgendwo am Land. Und es war dunkel, wir hatten Angst. Und das Erste, was uns intuitiv eingefallen ist, war, ein Lied anzustimmen. These boots are made for walking. Und so sind wir also laut singend durch den Wald gegangen und das stimmt sehr wohl. Also das war einfach nur intuitiv, aber es hat uns die Angst genommen. Ja. Ja. Und ich glaube, dass es eine ganz gute Übung ist, gerade für Leute, die extremen Stress im Berufsleben haben. Ja, man kann zu einer Therapie gehen, man kann zu Yoga gehen, man kann zur Meditation gehen. Jedem das Seine. Musik ist auf jeden Fall auch etwas, wo man abschalten kann, wo man runterkommen kann, wo man sich entspannen kann und es macht Spaß und es ist ein Gruppengefühl. Ne? Absolut. Also wie gesagt, ich habe eigentlich selten so ein Gruppengefühl erlebt wie beim Musizieren oder gemeinsam singen. Also das war für mich, seit ich das eben mache, auch in den Jahren, wo ich es noch nicht so professionell gemacht habe, so ein intensives Erlebnis, wie sehr man mit Menschen zusammenwächst, wenn man gemeinsam Musik macht. Das ist mit nichts vergleichbar für mich. Und ich habe Freundschaften geschlossen, die irrsinnig nachhaltig sind in solchen Workshops, eben wenn ich die gemacht habe, mit Leuten, die ich sonst nie kennengelernt hatte, die ganz andere Typen sind als ich, die ganz andere Interessen haben, die anderes Alter haben, andere Kultur, was auch immer, die ich sonst einfach nicht kennenlernen würde. Und die Musik hat uns zusammengeführt und wir sind bis heute befreundet. Und das ist sowas, was Musik kann und was singen kann. Ja. Und das eben habe ich auch gemeint mit heterogenen Teams. Die Teams werden immer heterogener, es wird immer schwieriger, glaube ich, die Leute zu so einer Einheit zu machen. Und für mich kann das einfach Musik und Singen wie nichts anderes. Also das ist einfach aus der eigenen Erfahrung. Und eins wollte ich noch sagen zu dem, was du vorher gesagt hast mit Österreich und Singen und Schau. Ich glaube, wir sind in einer Kultur, so Österreich, Deutschland, wo man generell eher dazu aufgezogen wird, leise zu sein und eher, also in anderen Kulturen, so wie südlichen Kulturen zum Beispiel, da sind die Leute auch so ja viel lauter im Sprechen alleine. Also wenn du in einer Gruppe Italiener mal lebst, die im Bus oder so, ja, der ganze Bus ertönt. Ja. Und das, denke ich, ist auch so was bei vielen, diese Scheu bedingt, weil uns eher so dieses zurückhaltend leise sein und beim Singen wird man wirklich so gezwungen, so einmal aus sich rauszukommen. Und das glaube ich, bringt einem auch viel. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass das viel mit Bewertung zu tun hat. Ja. Also wir werden, ja, die gerade in Wien auch, es wird alles bewertet. Ja, ist das gut oder ist das schlecht? Und das Singen ist einfach. Das ist nicht gut oder schlecht, das ist einfach. Ja. Und es hat niemand was anzugehen, was das ist. Was ich noch sagen wollte, ist Teambuilding. Du machst ja Workshops, du bietest das auch an, oder du wirst das dann eigentlich in Zukunft, das ist der Plan, ne? So wie ich das verstanden habe, ist das der Plan, anbieten für Firmen. Und gibt es da eigentlich Konkurrenz? Hast du dir das ein bisschen angeschaut oder bist du da die Einzige? Erzähl mal. Also ich habe natürlich ein bisschen recherchiert. Mhm. Ich denke, so genau das Konzept, was ich mache, gibt es so nicht. Nein, also diese Kombination aus Gesangsübungen, Atemübungen, gemeinsam singen, eventuell auch auf ein Ziel gemeinsam hinarbeiten, auch Präsenz üben. Ich glaube, diese Kombination habe ich zumindest nicht gefunden, dass es geben würde. Ja. Es gibt viele Sprachtrainer, das gibt es viel, also die sprechen lernen, aber also Sprache, also für mich, hat auch seine Berechtigung, die den Leuten halt eben bei Präsentationen oder so lernen, dass sie richtig artikulieren und so weiter. Nur was, glaube ich, mein Konzept ausmacht, ist, dass ich das mit Spaß verbinde und mit Musik verbinde und nicht nur langweilige Sprechtrainings mache. Also ich sage jetzt nicht, alle Sprechtrainings sind langweilig, aber das, weil ich glaube einfach, die Leute wollen auch Spaß haben. Ja. Diese Kombi auf die Weise, denke ich, gibt es nicht. Es gibt zum Beispiel schon so Chöre oder so, ein Freund hat mir auch mal erzählt, sie haben so eine Art Chor gemacht, so einmal im Monat oder so. Aber Chor ist auch wieder was anderes für mich. Also es ist jetzt auch nicht ein klassischer Chor,
den ich für Firmen mache. Darf ich das kurz zusammenfassen? Also bei dir kriegt man erstens einmal diese Gesangsübungen, um alles mal zur Entspannung, dann kommt dieses Gemeinschaftsgefühl dazu, einen Song zu singen und jemand, der natürlich auch sich traut, aus seiner Komfortzone herauszugehen und auch mal ein Lied vorträgt, egal ob das jetzt schiefe Noten sind oder nicht, ist natürlich viel besser präpariert zu präsentieren. Du schaust auch ein bisschen, was ich vorher angesprochen habe, du schaust auch auf die Körperhaltung, wie steht der da. Also der Mehrwert bei deinem Gesangsworkshop in der Zukunft wird sein, nicht nur Spaß, weil das ist eigentlich für mich jetzt das Hauptthema gewesen, ich habe nur Spaß gehabt, aber in dem Spaß natürlich auch Präsentationstechniken, wie stehe ich da, wie präsentiere ich mich, ich übe das jetzt, damit ich einfach einen guten Auftritt habe und so weiter. Also das hilft schon, glaube ich, bei Firmenpräsentationen durchzuführen und also das ist das Thema und auch das Teambuilding. Also du hast eigentlich zwei Themen. Da, ja, also absolut. Ich denke, dass dieses Präsentieren und also ich habe das vorher auch gesagt, wer vor anderen singen kann, kann locker vor anderen sprechen. Das ist auch wieder dieses aus der Komfortzone rauskommen und so weiter. Aber man kann auch wirklich ganz nüchterne Techniken eben lernen, wie eben, wie stehe ich da, wie atme ich auch etc. Die helfen beim Präsentieren. Aber die eben spielerisch mit Musik zu verknüpfen, das ist eben, glaube ich, das Besondere. Und ich denke einfach, Musiker lernen sehr früh, was es heißt, auf einer Bühne zu stehen und Sänger auch im Speziellen. Das war für mich lange eine Challenge, ist auch immer noch eine lebenslange Challenge, glaube ich, wie connecte ich mit einem Publikum, wie präsentiere ich mich selbstbewusst, trotzdem sympathisch und. Ja. Und da gibt es natürlich gewisse Tricks, ja. Und die lernt man als Künstler und als Sänger in den Jahren, gibt es verschiedenste Tipps und Tricks und die kann man auch im Businessleben eigentlich anwenden. Definitiv, das glaube ich auch, ja. Ich bedanke mich recht herzlich für das Interview, Dankeschön für den Vortrag und auch danke für diese super, super Übung und für das Lied, das hat uns allen Spaß gemacht und ich hoffe, du kommst wieder und wir machen das noch einmal. Danke, Susanne. Danke auch, danke.